Jo Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold Together und wir sind hier im Knofenserturm und ich ahne sehr, sehr böse Szenarien, wenn ich das hier gerade so sehe, weil, oh boy. Freunde, ich glaube, wir wurden verarscht. Das ist ein Safcon hinter uns, das kann man Heart Gold nicht ganz so gut tarnen. Zittere wie Laub im Wind. Ich kann mir mit Verlaub nicht vorstellen, dass Safcon sein nächstes Teammitglied wird. Okay, das Tempo hat er nicht erkannt, dass das auf 1 war. Okay, interessant. Okay, anscheinend doch, oder? Dennis, unser Teammitglied. Okay, cool. Ein Smetbo dann demnach, oder wie? Boah, ich konnte so ein ganzes Part spielen, ey. Das ist fürchterlich. Los, Persephone, tackle das Ding weg. Also Viola City hat damit schon mit der Kunde, der Guardian, das finde ich gut. Okay, ich stelle das gleich wieder zurück, das ist ja widerlich. Das wäre nicht nur als kleine Troll gedacht, das ist echt anscheinend den ganzen Part mitgespielt. Okay. Warum nicht? Entschuldigt auch, wenn ich jetzt hier gerne mal kurz auf in die wir bleiben würde und dann nicht rauswechsle, weil das mit dem Text haben halt doch ein bisschen zäh. Gut, ja. Warum wir uns heute eigentlich hier versammelt haben, nein, Spaß, was ich mit euch heute besprechen wollte, ist, was ich beziehungsweise erzählen wollte, ist eine geile Story, nämlich, ja, es gibt immer so coole Storys, die mal passieren. Es geht diesmal wieder um Magus. Und zwar haben wir gestern Abend noch Sneak, weil das bei Magus, das ist im Moment so gut schon Aktion, wisst ihr? Da kommen wir schon so rein, so, ja, komm, erstmal noch ein bisschen was, so, ja, ganz entspannt. Gehe ich jetzt so als erstes hin und stelle mir so die 22er Nuggets. Habe ich auch bekommen, es hat zwar ewig gedauert. Also, beziehungsweise eigentlich, ich habe erst so, ich habe so gesagt, ja, Gutschein 211 halt war das. Und die haben die das Gutschein da rumliegen, so. Vor ihrem Pult halt. An die Frau hat es ganz geblickt erst. Irgendwie hatten wir dann die Gutscheine so dahin gehalten, so gezeigt und ist so, ja, 211. Und zeigt es mir nochmal, dann zeige ich halt da drauf und es geblickt dann irgendwann. Also das ist so der Moment, wo man so irgendwie, keine Ahnung, wo ich mir nicht denke, es mal selbst zu dumm ist, um bei McDonalds zu arbeiten. Das ist halt so ein bisschen ein kritischer Punkt. Okay, jetzt. Also Text haben wir erstmal auf 3. Dann werde ich kurz Endivi nach vorne tun wieder. Gut, damit sie drei Monster leveln können. Warum allerdings Smetbo im Team ist, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Mit Verlaub, also das ist mir nicht so ganz klar. Warum man sich gerade für Smetbo entschieden hat. Was ist dessen Qualität? Ne, auf jeden Fall gut. Dann kriege ich irgendwie Nuggets. Geh halt so hin. Ist die erstmal noch? Ich muss sagen, das waren Abstand die schlechtesten Nuggets, die ich in meinem Leben jemals hatte. Ne, nicht die schlechtesten, aber sie waren gehört zu den schlechtesten. Die haben richtig scheiße geschmeckt, weil halt irgendwie so gar nicht Nugget-mäßig. Und dann, ja, jetzt kommt eigentlich das Geile, denn dann kommen meine Kollegen, stellen sie halt dann, auch wollen auch 20 Nuggets, dann fragt die auf einmal so an der Kasse so hinten dran so, ja, wie viele Nuggets haben wir denn noch? Oder das kommt so als Antwort so, ja, wir haben noch 17 Nuggets. Das heißt, sie hatten im Ernst im Endeffekt nur noch 17 Nuggets auf Lager. Das ist einfach so geil. Ich habe gedacht, irgendwie die hätten eine ganze Tiefkühltruhen voll von dem Zeug und wenn es ausgeht, dann haben sie direkt unterm Magus da ihre Käfighaltung, muss dann die Hühner direkt schlachten können, so, aber na gut, das war schon ein sehr schockierendes Erlebnis, mir noch nie passiert in der Form. Einen kleinen Stand bewegen ins Team. Das ist Level 9, okay. Box verlassen, ja bitte. Nein. Okay. Das ist immer ein bisschen komisch. Gut, wie dem auch sei. Genau, das war eigentlich schon die Story. Dann ist mal alles ein bisschen. Also ich nicht. Okay, mein Nugget ist scheiße, deswegen war ich ein bisschen salty. Dann ist man im Endeffekt so ein bisschen salty rausgegangen aus dem Laden. Ja. Gut, und jetzt, ja, können wir zurück zu Heart Gold kommen. Ich wollte es einfach nur erzählen. Wie es kam gestern in der Sneak, ein ziemlich epischer. Was ist gestern? So am Montag bei uns. Was interessiert das eh nicht, aber wenn ihr einen guten Film mal gucken wollt, die Unglaublichen 2, das echt ganz sehen wir. Das ist ziemlich lustig, der
Er ballert schon, also. Das kann man sich schon definitiv geben. Uiuiui. Ah, das ist nicht der Moment hier, um Dennis zu trainieren, würde ich sagen. Der kann dann nach der Arena wieder rankommen. Ich wandle auf dem Weg des Pokémon-Trainers, um Erleuchtung zu finden. Also, wie gesagt, den Unglaublichen 2. Toller Film. Hat mir wirklich sehr zugesagt. Hatte ich großen Spaß dran, okay. Ich glaube, es ist auch nicht so wirklich ein guter Moment, um Rock zu trainieren. Attacken. Das hat immer ein Tackle. Ja, gut, dann schick mal hier Surfkin rein. Schauen, was das macht. Das ist immer schon ein entwickeltes Mon. Das heißt, sollte eigentlich. Sollte das Problem nur tanken, oder? Das kriegt 3 Damage dadurch. Okay. Ach du Scheiße. Das dauert ja ewig, bis wir das trainiert haben. Okay, dann muss ich doch eine Runde auf Härtner gehen. Das hätte ich schon viel früher machen sollen, aber gut, ich hätte nicht gedacht, dass die Lage so ernst ist. Ja, hast du doch was gebracht, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Jetzt können wir denn daraus unseren Vorteil hoffentlich ziehen. Es kommt eh gleich ein Crit, also. Ich bin auf alles vorbereitet. Na, natürlich kommt der Mist, war ja obvious. Ich schaffe nicht mal mehr, das Knopf hin, jetzt down zu bekommen. Junge, Junge, Junge. Rankt mich die Partie, ja, das hat zu viel AP, das können wir nicht ausdauern, oder? Nee, nee. Wir haben schon wieder gut aufgeholt, wenn wir jetzt. Also, wenn alles normal läuft, sollten wir es noch gewinnen hier. Ja, wenn alles normal läuft, hahaha. Pumpe, habe ich niemals so gelacht. Aber das wäre auch zu blöd, weil dann kann hier Persephone das Ganze machen. Okay, also, wenn jetzt unsere Attacke hittet, dann gewinnt Safkon den Kampf gegen Knofenser mit 1 KP. Das sind wieder so Momente, wo man seine Chancen gar nicht kennen möchte. Also ich werde Dennis nicht kämpfen lassen hier im weiteren Verlauf, weil das ist ein bisschen zu scheiße. Das kann er ja antrainieren. Also hat Rocky sogar noch ein paar IP bekommen, das finde ich gut. Ja, genau. Wo wollte ich mich gerade aufregen? Genau. Unwahrscheinlich, das ist mit dem Tackle 3x von 10x, 11x Mist. Das ist. Nee, 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 das. Stück nur Fenster. Moment, da muss ich raus auf Persephone. Also, ich hoffe ja persönlich immer noch, dass Smetbo ein bisschen ein Joke ist, weil mit Smetbo wirst du in keiner einzigen Arena irgendwas reißen. Also, in keiner. Ja, das ist schon eher Damage, wie ich mir vorstelle. Aber ich muss sagen, Persephone ist defensive, das ist sehr beeindruckend, das gefällt mir gut. Ja, also wie gesagt, am Anfang sollte man eigentlich noch relativ gut durchkommen durch alles. Rocky ist auch Level 10, sehr schön. Physische Defensive, das ist, glaube ich, ein Angriff, stimmt aber mäßig, das wäre das Thema. Oh, da hinten ist. Ah, der Rival ist ein Name, ich noch nicht kenne. Lass mich sehen, wie stark dein Glaube an deine Pokémon ist. Da bin ich gespannt, das ist sehr cool, dann erfahre ich den Namen auch. Ihr habt es zwar schon. Ah, warte mal, Tobi kann er ja nicht mehr nennen. Aber das ist definitiv der stärkste von den Weißen hier, weil der hat so einfach 2 Pokémon. Auf Level 7 noch dazu. Ja, es muss auch 2, damit ich mir fast gedacht, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Schaden kriegen. Ja, Wachstum ist egal, das steigert nun Spezialangriff in dieser Generation. Später kriegt es noch einen Angriff dazu, in der Sonne, da ballert das Richtige, kriegt es nämlich, glaube ich, Angriff und Spezialangriff verdoppelt. The hell? Sehr beliebte Strategie für Bisaflor, dass er auch doch Chlorophyll, also dass er sowieso dann schneller ist.
Und dann wird's, wie kann man das Mega, dann rasiert das halt schon ziemlich übel auf plus 2 Mega. Synthese? Auf Level 12? Was zur Hölle ist denn hier los? Also ich bin gerade nicht verlesen, ich bin gerade Synthese auf Level 12. Alles klar. Ah, da kommt noch ein Gegner für Rocky, sehr schön. Mir ist sehr lieb, wenn das eine Steinsattacke lernen könnte, aber ich fürchte leider, das wird nichts. Hut, Hut. Nee. Ich weiß gar nicht, aber vielleicht wundert sich ja dann, woher das Rocky kommt, weil ich werde das... Ich brauch's natürlich nicht mehr verstecken, es war eigentlich nur ein Troll. Falls er in die Arena gehen müsste, ich wusste natürlich, dass man vorher den Kämpfenserturm machen muss. Das war mir schon klar. Und falls das durchaus durchschafft, dann... Oh ne, bitte die Hypnose, das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Danke. Also bis jetzt ist unser Team hier sehr, sehr defensiv aufgestellt. Mit Smetbo wahrscheinlich. Naja, Smetbo ist halt... Smetbo ist halt Smetbo. Bring! Level 11. Steinwurf. Steinwurf! Geil! Und dafür kommt die unnötigste Attacke immer weg. Lebensula. Oder stärkt schwächt Elektroattacken, die sowieso keine Wirkung auf Rocky haben. Und auf Alola Kleinstein haben, hat das ja noch weniger Wirkung. Das ist die Frage. Unterbrech mich nicht. Neblax, dann schmeiß mir einfach einen Stein an den Kopf. Der Steinwurf hat, glaube ich, gar nicht so viel AP. Ah, 15. Soll ich nicht so leicht ohne Grund wasten. Es wird überragend aufgestellt. Deine Machtsucht wahrlich ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese TM überreichen. Aber du sollst deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht nur zu kämpfen da. Ah, das zählt ja nach sich benannt. Cool. Diese Musik ist einfach so geil. Pah! Erst erzählt er mir groß, er sei der Weiste von allen und dann macht er sofort schlapp. Aber das war mir von vornherein klar. Ihr verliere doch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt und so seine Pokémon behandelt. Für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich einfach einen feuchten Scheiß. Fluchtzeit. Und weg. Hast du da auch gecrappt? Oder ist eine Fluchtzeit? Das werde ich auch dann mal verwenden am besten. Oder? Du hast dich wacker geschlagen. Ey, ich sag nicht wacker, wir wissen nicht, was das heißt. Wer das Zitat kannte, ist gut. Hier im Knopfensterturm erarbeiten sich Pokémon und Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft und suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaub mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Team zu erproben. Ja, und erlauben wir dann gleich in die Arena zu gehen. Und das werde ich mir nicht nehmen lassen, die erste Arena noch zu machen in dem Paar. Oh Gott, Knopfenser, Mann. Das ist schon Gift, gell? Ja, das ist Knopfenser. Ich kann mal kurz bei Pokémon Go gucken, ob das schon Typ Gift ist. Da, natürlich ist es Typ Gift. Brauche ich gar nicht nachgucken. Wenn es halt irgendwie so Energieball gleich raus hat, bin ich halt ein bisschen am Arsch. Aber sonst sollte das gehen. Tackle, was soll das? Ein 3-Hit, oder? Ja, ein 3-Hit sollte passen. Da kommt es gleich hier so mit. Keine Ahnung, Luftschnitt. Das könnte eigentlich fast zu Knopfenser passen, wenn es jetzt so mit seinen Blättern so ein bisschen Winterzeug dann so einen Luftschnitt raushaut. Ah, die Defensive von Percy. Okay, Ranghieb ist aber der Gen, glaube ich, eine Attacke mit 15 Stärke. Das soll man jetzt nicht überbewerten. Und Hutut. Das habe ich gewusst, dass. Oder deswegen habe ich Rocky dabei, weil ich mir dachte, dass Hutut tatsächlich kommt. Jetzt die Frage, kommt danach noch ein Knopfenser oder nochmal Hutut? Reicht eine Steinpolitur? Fragen wir Fragen. Steinpolitur. Ich will nicht mal für die Fälle gewappnet sein. Bling, bling, bling. Die Initiative Rocky steigt. Sehr schön. Steinwurf. Oh, das macht guten Damage. Jesus Christ, das ist guter Damage. Und wir sind sogar schneller. Also Steinpolitur ist, glaube ich, echt ein ziemlich guter Move, den wir spielen können, durchaus häufiger. Pling. Es kommt noch ein Knopfenser. Gut, dann ist die Steinpolitur ein bisschen umsonst gewesen.
Dumm. So, jetzt kommt hier der Tackle direkt. Wisst ihr, was mich ein bisschen traurig macht? Also, dass dieser Troll nicht aufging, dieses Jan anscheinend nicht mehr gemerkt hat, dass es ein Troll war, das macht mich schon ein bisschen traurig. Und wie man Trolls nicht mehr merkt, dass gerade getrollt worden ist. Noch sehr interessant, dass Hoop sein stärkstes Mon war mit Level 10. Und ich nicht nur Fans, wenn man eigentlich denken würde. Ah, sehr gut. Good. Let hate flow through you. Nee, Kampfstil ist wahrlich nichts zu wünschen übrig. Damit brauchst du dich nicht einmal vor Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hiermit umzugehen. Das ist eine TM namens Blitz, gehört dir. Ja, keine VM mehr, wie noch in Gen 2, das ist mal eine TM. Wo du einem Pokémon, wenn du einem deiner Pokémon Blitz beibringst, kannst du damit jeden noch so dunklen Ort erhellen. Du könntest TM zum Beispiel einem Knofenser beibringen. Das könnte ich, oder ich lasse es einfach. Ach komm, wir sind jetzt nicht so faul, ich laufe es hier runter. Am Anfang habe ich voll gewundert, wie ich jetzt durchkommen soll, also als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, weil der Trainer ja rechts den Weg versperrt und so. Da habe ich festgestellt, man kann auch links rum. Flucht gescheitert, deine Mutter ist gescheitert, ey. Geh das Radfratz, leg's drauf an. Leg's drauf an, mein Freund. Okay, jetzt wollte ich eigentlich das Ding schon weghauen, aber da habe ich doch entscheide ich mich dann doch mal dagegen. Gut, Percy von dir wieder ein Lied. Wie gesagt, enttäuscht war ich nur von Leistung von Safkon eigentlich. Die anderen beiden haben das in meinen Augen ziemlich gut gemacht hier bis dahin. Und vielleicht können wir im nächsten Part ja ein Smet begrüßen. Weil ich dann am Start bin wieder. Wie gesagt, wir sind noch hier lange nicht fertig. Ich habe noch Pläne für den Part, zum Beispiel den Arena-Leiter zu machen. Bum, bum. Das ist der einzige Grund, warum ich das Fluchtseil aufhebe, ist, dass es in Johto noch schlimmere Höhlen als den Knofenserturm gibt. Sehr, sehr viel schlimmere Höhlen. Die Strudelinseln. Der Kesselberg. Die Dunkelhöhle wahrscheinlich, weil ich die überhaupt nicht kenne. Natürlich trotzdem erstmal kurz das Team aufhängen gehen. Alter, das sind Tesafel 12. Was ist hier los? Noch überlegen, ob wir in diesem LP auch so eine Art Backtracking machen sollten. Ja, gut, da wäre ich eigentlich schon dafür, das zu machen. Boah, ich war gerade ein bisschen erschrocken, Freunde, weil ich habe jetzt zwei Bildschirme mittlerweile wieder. Ich habe meinen zweiten Bildschirm mittlerweile wieder neben dran stehen. Ich hatte für eine halbe Sekunde gedacht, dass der den falschen Bildschirm aufnimmt. Und das wäre dann. Das wäre das Ultra-Debakel gewesen, Freunde. Das wäre wirklich richtig traurig. Hey du, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Wer nur fest dran glaubt, für den muss die Meisterschaft kein Traum mehr sein. Ich will dir was erzählen dazu. Pokémon-Typ Pflanze sind sehr schwach gegen Flug-Pokémon. Sei also vorsichtig. Ja, ich hatte nicht vor, hier mit Endivi zu kämpfen. Ah, man kann jetzt die unsichtbaren Plattformen, kann sogar allen Trainern aus dem Weg gehen, wenn man will. Aber ich will natürlich noch ein bisschen leveln. Du fragst dich, wozu die Höhe gut ist? Das Training hier oben, festiges Band zwischen unseren Vogel-Pokémon. Wollen wir sehen, ob du Falk gewachsen bist? Ich gehe mal von ja aus, würde ich sagen. Der Leo kämpft hier mit seinem Habitak. Was meinst du, Rocky? Machen wir einen One-Shot? Wäre ich schon dafür. Ah, das macht aber immer noch so ein bisschen. Nein, wir machen keinen One-Shot, weil wir natürlich missen. Was sonst? Erst gestern Abend die Nuggets aus und jetzt hier greife ich mit keiner einzigen Attacke mehr. Aber dafür kommt der Crit, das ist ja dann der Ausgleich in die Gerechtigkeit. Level 12, sehr schön. Das kann nicht wahr sein. Oh doch, mein Freund. Bäm! Obwohl ich hier plötzlich angerammelt habe, bist nicht umgefallen, Respekt. Der wollte mich hier gerade umbringen, ist euch aufgefallen? Wir trainieren hier Tag und Nacht, um den stärksten Vogel-Pokémon heranzuziehen. Zeig doch mal, was du so drauf hast. Ja gut, es gibt halt keine wirklich starken Vogel-Pokémon, das ist euer Problem. Bis auf Schwalbe, das ist
Das ist immerhin cool. Das Taubs werde ich nutzen, um hier auf plus 2 innen zu gehen. Da ist schon voll cool, dass ich im Kleinstein innen plus Strategie spielen kann im Endeffekt. Steinwurf. Das Problem ist halt, wenn Rocky gegen Arenaleiter versagt, dann habe ich keine Chance mehr, weil Endivi wird nicht viel Schaden machen. Und ja, das ist damit mit Giftpuder, obwohl Giftpuder tatsächlich sogar eine Option wäre. Ob das so gut ist, weiß ich nicht an der Stelle. Ich werde es einfach mit Steinwurf dazwischen hinhauen. Gut, und damit kommen wir dann schnell zum Arenaleiter. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Yoda City. Viele Leute sagen, dass Elektroattacken... Mit Elektroattacken können man Pokémon vom Flug ganz leicht die Flügel stutzen und machen sich so über mich lustig. Das kann ich so nicht stehen lassen. Und du erstmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist. Oder du hörst zum ersten Mal den Arenaleiter-Track hier. Habe ich das richtig gesehen? Zwei Pokémon? Das ist gut. Ja, zwei, das ist wirklich low. Ich gedacht, er hätte es irgendwie drei noch. Weil ich weiß, was ein stärkstes Mon ist. Und das ist ja, aber das finde ich jetzt ein bisschen low gerade, dass er hier nur zwei Mons hat. Steinwurf. Ich kann jetzt sogar einen One-Stücken, das Taubsi. Aber ich meine, ich hatte nicht in Erinnerung, dass das Level 9 und. Was auch immer es noch kommt, 11 und 12, in Erinnerung ist Level 12 und 14 sind. Wechsel natürlich nicht, jetzt kommt Tauboga. 13, okay. Es wird mit Windauftrieb verleihen, ich kann es spüren. Sind es immer noch schneller? Nein, eieiei. Oh, Crit, ach du Scheiße. Das war viel Schaden. Komm schon, Two-Shot. Ja, sehr schön. Noch bin ich nicht abgestürzt. Ja, du kannst nicht mal mit dem Crit dich... Oh nein, es geht das los. Ruhe, oh, das wäre auch cool, wenn das schon jetzt bekommen würden. Okay, ich werde definitiv... Ich brauche die plus 3, um das Tauboga hier auszuschalten. Gut, nächste Crit sollte nicht reichen. Ja, plus 4 sind wir dann schon, nicht plus 3. Ich schenke mir noch kurz Wasser, ich will so ein Litro. Das ist auch ziemlich cool, weil kann man immer während ein paar sich Wasser nachgießen muss, sich nicht jedes Mal um Getränke kümmern. Ich wollte auch nur noch 8 Steinwurf. Das soll mal irgendeiner davon wenigstens reichen. Ruhe. Seriously? Warum ist Ruheort? Da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Nochmal Steinwurf. Weg damit. Guter Job, Rocky. Sehr, sehr ansprechend. Und Level 14. Ja gut, ist ein bisschen weggelevelt. Das ist schade. Na gut, dann werde ich eben heldenhaft zu Boden gehen. Herr Flixt, das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters. Ich bin kein schlechter Verlierer. Hier nehme ich den offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Er bescheinigt dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Hiermit verleihe ich dir den Flügelorden. Wenn du im Besitz des Flügelordens bist, gehorchen dir alle Pokémon mit einem Level von bis zu 20. Wie er so abwertend gesagt hat, 20. Auch außerhalb des Kampfes kannst du damit nur Zertrümmerer einsetzen. Du willst noch eine TM von mir. TM 51, das dürfte Ruheort sein, oder? Nutzt ein Pokémon eine Attacke. Eine TM, lernst umgehend eine neue Attacke. Überlege dir gut, welchen Pokémon diese Ehre zuteil wird, denn eine TM lässt sich nur einmal einsetzen. Ja, zum Glück ab Gen 5 anders. TM 51 enthält übrigens eine Attacke namens Ruheort. Dir kann ein Pokémon bis zur Hälfte seiner maximalen KP wieder auffrischen. Du wirst von nun an in den Arenen vieler Städte zum Kampf antreten. Setz die Attacke weiß ein, sie wird dir zum Sieg verhelfen. Als nächstes nimmst du dir am besten Azalea City vor. Das werden wir tun. Also heute part mir das so 25, das ist so eine klassische skarabledonische Länge, würde ich sagen. So 25 plus. Ah, es kommt Lindy noch, ey. Hallo Tobi, ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Genau, das kann ich dir noch nicht sagen.
Aber ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon-Supermarkt von Viola City auf dich. Sei so gut und hol es dort ab, ja? Ja, das mache ich auch noch. Willkommen im Pokémon Center. Ich werde deine Pokémon machen, sie wieder fit. Ja. Schön. Wo ist denn der Assistent? Viola City ist schon hier, oder? Ja, hallo, hi. Die waren doch schon alle schon hier, oder? Das ist ein Bug. Ja, das ist irgendwie wirklich strange. Er hat doch im Pokécenter von Viola City gesagt, oder? Irgendwie rum, vielleicht ist er halt irgendwie unsichtbar, weißt du? Dass man einfach nicht sieht, weil verbuggt, aber. Schade. Na gut. Macht nichts, ich werde es nicht weiter überziehen. Ich werde jetzt hier wieder unser tolles Safko nach vorne packen. Wünsche ich Jan viel Spaß mit dem nächsten Part. Ich bringe ihn mal kurz auf Fährte wieder Richtung Stadtgrenze. So, hier oben geht es ja nicht lang, oder? Genau, dann springe ich einfach, stelle ich ihn hier unten hin. Zeige mir noch, dass wir den ersten Ohren schon haben. Dann ist das eindeutig, was getan wurde und was nicht. Genau, und dann verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.